40 Männer und Frauen haben in Hamburg zusammen getanzt. Die einen arm, die anderen wohlhabend. Letztere haben mit ihrer Teilnahmegebühr die Mittanzenden mit Armutshintergrund unterstützt. Organisiert und finanziert hat das Projekt Tanz zwischen den Welten der Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg. Reich beschenkt wurden am Ende alle. Mit einem Einblick in den kreativen Schaffensprozess des Tanzes. Der bekannte britische Choreograf Royston Muldoon, Urvater des gemeinschaftlichen Tanzes für Jedermann und Frau, hatte ein thematisch schwer verdauliches Stück Tanztheater mitgebracht, das sich mit Verfolgung und Verlust beschäftigt. Go. Themen, die für die am Projekt beteiligten Flüchtlinge nahe Erlebnisse widerspiegelten. Mit Ausdauer und Sorgfalt wurde am Ausdruck gefeilt, damit die Bewegungen auch tatsächlich Transportmittel der Gefühle wurden. Still moving up, still moving up. Here. Now I want to do that. And then that. So it's looking, the breath, shock, and then it's that. Reaching. What can I do? My hands are empty. And then down, 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 turn. I'm only shrinking my spine. Yeah. Ah, that's it. Lovely. Look at that. That's it. And this is just that. Die Choreografen Royston Muldoon und Tamara McLurk fanden dennoch während der Proben genügend Raum für erfrischend britischen Humor. Auf die Bühne gebracht wurde ein Tanzstück, das Ängste und Sehnsüchte, sowie das Hadern mit dem Schicksal, aber auch das mutige und selbstbestimmte Voranschreiten aufzeigte. Am Ende des Projektes fragte sich manch einer, was es eigentlich bedeutet, dass sich reich oder arm fühlen. Mit der Erkenntnis, dass dieses Gefühl zu Unrecht und allzu selbstverständlich seine Heimat in der materiellen Schublade findet.